Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Erstmal finde ich es ja gut, dass die CDU in unser Wahlprogramm geguckt hat und festgestellt hat, das ist ein gutes Ansinnen, was wir in unserem Koalitionsvertrag als solches auch festgelegt haben, nämlich dass wir die Anhebung der Kolleginnen und Kollegen auf A8 im Einstiegsamt vorhaben. Und ja, die Anforderungen an die verschiedenen Aufgabenfelder im öffentlichen Dienst, die sind komplexer und schwieriger geworden und deshalb müssen wir an ganz unterschiedlichen Stellen die Besoldungsgrundlagen und auch das Laufbahnrecht im öffentlichen Dienst anpassen. Und dabei ist es auch insbesondere völlig unstrittig, dass wir für die Kolleginnen und Kollegen im Justizvollzugsdienst Verbesserungen erzielen müssen. Die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen ist nicht nur umfangreicher geworden, die Belegungszahl in der JVA steigt kontinuierlich an, das Gefangenenklientel verändert sich und stellt an die Kolleginnen und Kollegen ständig höhere Anforderungen und Belastungen. Vor allem auch die psychischen Belastungen sind hier schon mehrfach angesprochen worden. Vom Personalrat der JVA wissen wir, dass die Zahl der Bewerbungen deutlich zurückgegangen ist und dass wir uns auf dem Bewerbermarkt natürlich auch mit den anderen Bundesländern messen müssen und um entsprechend genügend Fachkräfte zukünftig auch gewinnen zu können. Ja, wir müssen hier in Bremen, um dauerhaft genügend Personal gewinnen zu können, attraktiver werden. Und die Kolleginnen und Kollegen haben auch eine bessere finanzielle Anerkennung ihrer Arbeit verdient. Und da sind wir uns ja scheinbar hier im Hause auch alle einig. Die Frage ist, wann und wie und wo gehört es hin? Die notwendige Debatte über die Anhebung des Eingangsamtes, und das hat eben gerade mein Kollege von der SPD ja auch schon gesagt, betrifft halt nicht nur diese Berufsgruppe, sondern wir haben natürlich genauso bei der Feuerwehr auch ein Einstiegsamt in A7 von Kolleginnen und Kollegen, die zwei, meistens drei Ausbildungen in ihrer Berufslaufbahn als solches erringen müssen. Und man muss das natürlich gemeinsam betrachten. Und insofern haben wir auch gesagt, wir gehen in eine Prüfung im Rahmen der Haushaltsbehandlung. Wir wollen dort die Anhebung auf A8 hinkriegen, aber wir brauchen hier insgesamt ein Paket an Veränderungen im Besoldungs- und Laufbahnrecht. Und genau das haben wir uns vorgenommen in der Koalition und genau das werden wir im Rahmen der Haushaltsbehandlung auch machen. Insofern haben es meine Kolleginnen und Kollegen schon gesagt, wir stehen zu unserem Wort, wir wollen dort die Anhebung des Einstiegsamtes, aber wir wollen das auch in einem gesamten und zusammenhängenden Paket machen. Insofern sehen wir uns jetzt in den Haushaltsverhandlungen wieder. Danke Ihnen.